Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Lotti von Kreativ Leicht gemacht. Diesen kleinen süßen Hasen hier hatte ich ja schon auf Instagram gepostet. Diese Malvorlage habe ich für die Kinder erstellt, um die Wartezeit auf das tolle Osterfest etwas zu verkürzen. Ich muss echt sagen, er kam super gut an. Sie haben gleich begonnen, ihn in ganz vielen Farben auszumalen. Alle Hasen, die sie mir geschenkt haben, bekommen jetzt ein kleines Loch hier oben und werden als Girlande im Raum aufgehangen. Um das Ganze im Kartenbereich noch weiter nutzen zu können, habe ich diesen Hasen mal etwas kleiner skaliert und gleich auf dem A4-Blatt überall verteilt. So hat man etwas, ja, mehr zum Ausmalen. Jetzt kann das Ganze nach Lust und Laune ausgemalt werden. Ich habe meine Hasen jetzt mal nicht mit Buntstiften oder mit Twinmarkern ausgemalt. Ich habe für diese Hasen und das Ei hier die Karin-Marker verwendet. Ich weiß, es sind eigentlich Marker, es sind Lettering-Stifte. Da ich aber im Lettern nicht ganz so gut bin und ja, irgendwie das mit dem Üben auch nicht so klappt, habe ich ja schon in einigen Videos vorgeführt, habe ich mal geschaut, ob man damit vielleicht auch ausmalen kann. Und ich muss echt sagen, das Ergebnis sieht schon mal super aus. Ich persönlich brauche jetzt noch eine Karte und wenn ihr Spaß dran habt, dann bleibt dran, eine Karte bastel ich noch. Für meine Hasenkarte drucke ich mir erstmal die Hasen auf Aquarellpapier aus, wie die Eier auch. Dafür nutze ich immer ganz gerne das Papier von dieser Firma mit 250 Gramm. Und für die kraftfarbenen Eier, die ich ja hier als Mattung untergeklebt habe, nehme ich das kraftfarbene Papier und die Grundkarte ist das flüsterweiße, kräftige Papier aus diesem Block. Wenn ich soweit alles fertig habe, dann kann ich auch schon mit dem Kolorieren beginnen. Dafür benötige ich Pinsel, einen etwas größeren fürs Wasser und den kleinen, um Farbe aufzutragen. Ich nehme hier einen Acrylblock und die Stifte. Wie gesagt, hier sind ja ganz viele verschiedene Farben drin. Und um da erstmal einen Überblick zu bekommen, welches Braun man gerne hätte, stehen zwar hier überall die Kennungen dran, aber ich probiere mir das Ganze immer erstmal einmal aus. Die Farbe hier gefällt mir sehr gut. Diese Farbe. Ich glaube, ich bleibe bei dieser Farbe. Ist immer schwer, wenn man eine große Auswahl hat. So, dann trage ich mir etwas Wasser erstmal auf. Ich glaube, dass der Pinsel auch für den Bauch recht ist. Vermalt es sich dann etwas leichter, wenn das Papier schon mal ein bisschen mit Wasser getränkt ist. Nicht zu sehr an den Rand ran, sonst läuft die Farbe gleich über den Rand hinweg. Ich bleibe erstmal im Bauch- und Kopfbereich. Jetzt trage ich mir etwas Farbe auf meinen Acrylblock auf. Nehme mir wieder Wasser und hole mir etwas Farbe. Kann jetzt die Farbe schön in diesem Bereich verteilen. Sie verläuft auch richtig gut. Etwas intensiver haben möchte, dann nimmt man etwas mehr Farbe. So heller es werden soll, klar. Dann ein bisschen mehr Wasser. Die Farbe lässt sich richtig gut schieben, also die Pigmente hier drinnen lassen sich noch richtig gut verteilen. Ich male jetzt wie mit den Buntstiften letztendlich auch in Schichten. Erst die hellere Schicht. Dann muss man das Ganze wieder etwas trocknen lassen, das ist mit den Buntstiften etwas leichter.
Hier muss es jetzt etwas trocknen, da man sonst Wasserflecken bekommt. Wenn man die natürlich möchte, dann kann man gleich weiterarbeiten. Aber ich fange deswegen ganz gerne mal mit den größten Stellen an, lasse die dann trocknen und gehe dann zu den nächsten Stellen, wo man weitermalen kann. Jetzt nehme ich mir wieder etwas Farbe. Ich möchte diesen Hasen nur mit einer einzigen Farbe ausmalen. Jetzt etwas dunkler. Nur doch die Füßchen. Jetzt mal wieder die erste Schicht. Ein bisschen zu viel Wasser. Muss jetzt hier vielleicht ein bisschen Wasser runternehmen. Funktioniert. Diese Marker hier kann man auf mehrere Techniken vermalen. Man kann einmal mit dem Pinsel und Wasser das Ganze so verarbeiten, wie ich jetzt gerade. Man kann aber auch mit den Stiftspitzen gleich auf dem Papier malen. Dann ist natürlich eine sehr kräftige, intensive Farbe. Sie haben eine richtig schöne, weiche, saftige Spitze. Hier kommt sehr viel Farbe raus. Ich hoffe, man kann das sehen. Sehr feucht. Wird schon eine ganze Weile mit den Stiften rumgemalt und habe mich für diese Variante mit dem Pinsel und mit dem Wasser entschieden. Ich kann auch zeigen, warum. Ich versuche es jetzt mal hier mit dem Wasser und der Farbe. Dann verläuft die richtig schön. Wenn ich das Ganze jetzt so auftrage, dann mit Wasser andersrum, dann mit Wasser vermalen möchte, dann sind hier noch die Pünktchen von der zarten Spitze vorne zu sehen und die dann nachher wegzuschieben, die Pigmente, ja, da braucht es einiges an Zeit. Ich denke, man kann das sehen. Kann man natürlich wundervolle Effekte mitmachen, aber für mein Hasenprojekt ist diese Variante jetzt für mich die bessere. Nehme ich wieder etwas Farbe auf. Ohren weiterarbeiten. Auch je nachdem, mit wie viel Wasser oder wie farbintensiv man das Ganze aufträgt, erhält man mit einem Stift ganz viele verschiedene Farbnuancen. Finde ich richtig cool. Wirklich von ganz dunkel ins Helle super gut verblenden. Sehr schön, wie man sieht, verläuft die Farbe hier richtig gut. Kann man das Ganze noch ein bisschen nacharbeiten. Ich finde, das sieht schon super aus. Jetzt kann man hier noch die Ärmchen ein bisschen, wenn es hier etwas trockener ist, verbessern. Und wenn man jetzt natürlich nicht wartet und es doch noch zu feucht war, dann läuft die Farbe in den nassen Bereich. So. Ich finde meinen Hasen super schick, der kann so bleiben. Wie gesagt, das sind jetzt nur meine ersten Erfahrungen mit den Stiften. Ich finde sie total interessant, man kann ganz viel auch mit schon einer Farbe machen.
Klar, Aquarell malen, da gibt es ganz viele große Künstler, die wundervolle Sachen auch zeigen und erklären. Wenn ihr da etwas mehr ja, Grundlehrstoff haben wollt, dann schaut mal bei Kritzepixel vorbei. Die macht das richtig toll. So, jetzt warte ich, bis mein Hase getrocknet ist und dann kann ich den aussteigen. Der kleine Süße ist jetzt fertig. Einmal schön getrocknet und ausgeschnitten. Ein richtig schöner Farbverlauf. In der Zeit habe ich dann noch das Ei mit der gleichen Technik und der Farbe 654 bemalt. Das untere Ei ausgeschnitten. Jetzt sollt ihr auf unserem Ei hier noch ein paar Farbspritzer versehen sein, damit das ein bisschen auflockert. Dafür nehmen wir uns wieder ein Blatt. Der Süße muss mal weiter, sonst hat er auch ein paar Flecken. Legen uns das Ei dahin. Ich denke mal, ich nehme jetzt grün. Ja, das ist Acrylblock wieder. Bisschen Farbe. Den großen Pinsel. Na, mal gucken. Verteile mir jetzt ein paar Spritzer hier drauf. Noch ein paar kleinere mit dem kleinen Pinsel hinterher. Der geht ein bisschen leichter. So, das soll reichen. Ich kann das wieder trocknen und in der Zeit bereiten wir uns unsere Grundkarte vor. Wie gesagt, die nehme ich mir aus diesem Block. Das A4-Blatt einfach einmal in der Mitte zusammengefalten. Schön Kante auf Kante. Können wir schon mal unser Ei platzieren. Da könnt ihr jetzt entscheiden, die schwarze Linie ringsrum lassen oder das Ganze so umdrehen. Da mein Hase aber auch eine schwarze Outline hat, lasse ich mal den schwarzen Rand hier dran. Das Ganze verkleben wir uns jetzt schön miteinander. Bei diesem Ei habe ich den schwarzen Rand dran gelassen. Ein bisschen zu wenig Kleber hier. Ja, kommt auch vor. So. Jetzt soll der hier noch unser Spruch rauf. Den habe ich aus dem Set Hasengrüße. Kleine Hasenfüße bringen liebe Grüße. Den habe ich mir schon mal bespannt. Und da ich möchte, dass das ein kleines bisschen vorsteht, nehme ich mir 3D-Stempelfarbe, mache mir ein bisschen was auf den Deckel mit meinem Schwämmchen hier. Verteile mir die Farbe auf meinem Stempel.
Diese 3D-Stempelfarbe muss dann aber auch sofort vom Stempel abgewaschen werden, wenn ihr fertig seid mit dem Stempeln, da das ziemlich fest antrocknet. Ja, sehr gut. Also den Tipp kann ich euch dann nur mitgeben. Der soll dahin, der soll dahin. Jetzt können wir unseren Hasen wieder mit Abstandspads verkleben oder wir kleben ihn gleich auf die Karte auf. Ja, da soll er hin. Und fertig wäre unsere Osterkarte. Ich für meinen Teil muss echt sagen, es macht mega viel Spaß mit diesen Stiften zu malen. Ich freue mich schon aufs nächste Projekt. Ich sage erstmal Dankeschön fürs lange Zuschauen. Ich wünsche euch einen super schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.